Und ein herzliches Willkommen zurück mit Sedwick und mir bei The Whispered World. Und ich habe etwas zu beichten, könnte man fast sagen. Und zwar hatte ich aufgenommen, zwar noch nicht lange, aber ich hatte hier vorher schon aufgenommen, circa 30, 40 Minuten ungefähr. Und habe da viel rumprobiert und ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Denn wir haben ja immer noch das Problem, dass uns die Yakis einfach nicht folgen wollen, um Kalida zu wecken. Und ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Das heißt, seid mir nicht böse, wenn ich das Ganze jetzt mal etwas anziehe. Ja? Also nicht mir etwas anziehe. Ich moderiere immer nackt. Dann kann ich meinen Gelüsten freien Lauf lassen. Aber ich ziehe das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller durch. Jedenfalls den Anfang. Und danach lassen wir uns wieder Zeit. Los, Spot. Alle. Hopp. Yippie. Und wir machen... Achtung. Das ist, ganz ehrlich, als ich das rausgekriegt habe, ich war mindestens 5 Minuten durchgehend am Lachen. Weil ganz ehrlich, wer kommt denn bitte auf... Warte. Auf sowas. Da kommt doch kein Mensch drauf. Spot! Was hast du getan, Sedwick? Haben wir die Leiter? Ja, ja gut, die Leiter steht da noch. Ich dachte, die haben jetzt oben mal ein Ding jetzt vergessen. Und somit haben wir... Spot, seine vierte Form haben wir. Ja. Unglaublich. Ja, ganz ehrlich, wie macht diese Raupe das? Aber in den Ofen damit. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du schaffst das? Okay, komm zurück. Das sollte ein Scherz sein, okay? Ist doch gar nicht weggegangen. Naja, egal. So, wir gehen jetzt hoch. Und, also ganz ehrlich, ich hab hier echt rumgesucht bis zum geht nicht mehr. Ist ja jetzt eine neue Aufnahme. Und die letzte ist ganz schön lange her, muss ich sagen. Also ich habe so, glaube ich, die Folgen 7 bis 19 in einem Schritt aufgenommen. Und dann dachte ich mir einen Tag später oder zwei Tage später, akut machst du halt den anderen Kram dann irgendwann mal später. Jetzt habe ich ja erstmal genug, weil ich ja nur alle zwei Tage, wo laufe ich denn? Hinten, nee, da muss ich hin. Weil ich ja nur alle zwei Tage The Whispered World und The Book of Unwritten Tales immer im Wechsel raushaue, hatte ich dann ja erstmal Vorlauf, sag ich mal. Dann hatte ich aber zwischendurch wieder keine Zeit zum Aufnehmen und... Genau, das meine ich noch. Und jetzt dann dachte ich mir, oh, jetzt muss ich aber auch, oh, jetzt will ich auch mal wieder, dann habe ich mal Zeit, dann nimmst du mal The Whispered World auf. The Book of Unwritten Tales hatte ich vorher eben. Ja, und dann nimmst du auf und mit einmal Rechner aus. Einfach klick, knack, aus. Hat natürlich die Aufnahme nicht gespeichert, voll hin das Ding. Aber lassen wir uns davon nicht stören. Jetzt sind wir bei den Yakis. Den noch tief schlafenden Yakis. Mal wieder ein bisschen Stimmung reinbringen. Das ist ja bisher eine recht ruhige Atmosphäre. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, die Yaki scheint wie hypnotisiert von den 5 Minispots. Na dann kann es ja losgehen. So, und wir sind jetzt zu 11 unterwegs. Und im Yaki-Marsch hinterher. Oh, Leute. Ja, die Eule will uns warnen. Hab ich eigentlich schon die wunderbaren Hintergrundgrafiken von Dedelic gelobt, gewürdigt? Ich glaube, das habe ich schon mindestens 5-mal gemacht. Aber es sieht auch einfach stark aus. Also es ist wirklich stark inszeniert. Stört auch keiner, dass wir mit den Viechern hier über die Insel wandern, ne? Vor allem machen vorher so eine Riesenwelle, wenn es dann soweit ist.
Geld. Batterie. Du sollst hier lang. Du sollst hier lang. Also. Die Yuckis folgen uns ja ganz locker flockig. Und da hoch. Ein kleiner Ruckler. Wo ist meine? Achso. Was ist denn nun los? Konnte ich gerade nichts machen. Aber der hat geladen. So. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Kalida blubbert hier anscheinend auch. Die hat Blähungen im Wasser. Haben wir denn noch? Wir haben einen Zettel und einen Taktstock. Was steht eigentlich auf dem Zettel drauf? Nochmal. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ich kann das zum Beispiel nicht mehr. Früher konnte ich das mal. Lang, lang ist es her. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Dann nimm doch die Statue, Mensch. Na gut. Aber mit welchem Yucky soll ich anfangen? Ja, es ist eine Frage. Das habe ich mir natürlich nicht mehr gemerkt. Das hier scheint eine Art Melodie. Ja, das ist ja auch was. Also, oben. Zweithöchste, der niedrigste Mittelding und dann der. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen. Yucky. Also, es war der. Dann kam der. Der unterste. Die Mitte. Und der vorletzte. Und Kalida. Und so kam es, dass Cedric seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Cedric. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Kapitel 3. Die Askie. Autsch. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinusbot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Und da hat mich doch glatt der Erzähler in meinem gerade noch nicht mal angefangenen Monolog unterbrochen. Ich wollte da jetzt auch nicht reinreden. Den kannst vergessen, dass da dann gleich die Zwischensequenz kommt. Da war Kalida einfach mal die ganze Insel. Ich glaube, die Vermutung hatte ich schon mal angestellt. Wenn ich mich recht entsinne, relativ zum Anfang, als wir auf der Insel angekommen waren. Und ja, wir sind jetzt fast da angekommen, wo wir hinwollen. Und ja, Cedric hat mal wieder... hat gerade Cedric gesagt? Cedric. Hat mal wieder einen seiner Albträume gehabt.
Und ja, die Asgil heißt das Kapitel. Das ist ja schon mal sehr, ja, sehr zuversichtlich ausgedrückt. Wir gucken uns einfach mal um. Wir schauen mal, was wir hier so haben. Hebel. Laterne. Nett, wenn man Lampions mag. Jeder mag Lampions. Nimm den mit. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Ja, alles klar. Ich betone erneut, dass ich ja eigentlich schon weiß, was ich machen muss. Das erkläre ich euch auch gleich, weil das ist nichts, was ich mir gemerkt habe. Nett, wenn man Lampions mag. Ja, gut. Wir schauen uns aber erst einmal weiter um. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hin? Kanonentrick! Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Das weißt du nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich... Das weißt du nicht. Die müssen immer auf der Hut sein. Was haben wir denn hier noch? Das sehr vertrauenswürdige Tor. Vertrauensweckend aussehende. Vertrauenswürdig. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Oder was ganz anderes, was ich gleich noch erläutern werde. Wie gesagt, es ist ein bisschen doof, wenn man eine Weile gespielt hat. Und auch aufgenommen hat. Aber der einfach, wenn dann die Aufnahme hin ist und man das alles nochmal spielen muss. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wüsste ich es nicht, ne? Weil man würde doch, wenn ich mich verstellen würde, würde man es am Ende doch merken. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Ja. Yeah. Nimm den Stein mal lieber mit, mein Freund. Was? Keine Sorge, Spot. Kalida hat uns ganz nah bei Corona abgesetzt. Es ist zwar unheimlich hier, aber bestimmt finden wir bald einen Weg zum Schloss. Hoffe Jawohl. Ich. So, und jetzt kann ich ja mal eben die Auflösung geben, jedenfalls wie das ist, das, wie wir die Tür hier aufkriegen. Dem aufmerksamen Beobachter, sprich irgendjemand, der einfach nur blind in den Bildschirm schaut, wird bestimmt die Felsformation hier oben, hier vorne aufgefallen sein. Nichts. Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge... Stell nicht so an, sonst wäre es so langweilig. Die Felsformation hier kann aussehen wie das da. Wie der Totenkopf. Das müssen wir über die Hebel einstellen. Ich muss euch gestehen, ich weiß, obwohl es echt nicht lange her ist, dass ich das gemacht habe, gar nicht mehr, welchen Hebel ich da wie umstellen muss. Ich habe natürlich Vermutungen, aber wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Das denke ich mir auch. Oh, Hilfe, gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung? Komm, wir nehmen einfach mal den. Glock. Und schauen hier vorne, ob was gebracht hat. Nichts. Nö, der hat sich nur noch weiter entfernt. Das heißt, das war der falsche. Der war das, ne? Ja, dann nehmen wir den Hebel mal wieder raus. Ne? Hebel aus. Nehmen wir mal den Hebel. Hebel. Und nehmen wir den Hebel. Hebel. Hebel, Hebel, Hebel. Und schau mal, was das gebracht hat. Hippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Immerhin. Ich wusste irgendwas mit den... Das war nicht der in der Mitte, das war mir noch im Gedächtnis geblieben. Aber sieh doch, also ist schön... Wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Beim letzten Mal habe ich da, glaube ich, 10 Minuten mindestens rumgefummelt. Ne? Aber wir schauen einfach mal, was das jetzt erwartet. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Ja, und die grausigen Flugtiere waren auch das Letzte, was ich in meiner Aufnahme mitgenommen hatte. Also dieser Screen hier. Gruselig. Gruselig. Ich habe keine Angst vor dir. Hörst du? Ich glaube, der hört nicht mehr viel, Cedric.
Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Ja, macht Sinn. Wir haben einen ganzen Stein im Inventar. Ich bin so happy. Höhle gucken wir uns nochmal an. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Ja, dann lass sie doch den Angriff vorbereiten. Solange es uns nicht betrifft, ist das doch vollkommen lax. Ach du dicker Heide. Was ist das denn für einer? Eine sehr intelligent wirkende Wache, auf jeden Fall. Du sollst ihn dir angucken, Cedric. Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Der sieht ganz schön finster aus. Der sieht ganz schön dumm aus. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Der sieht ganz schön finster aus. Du bist ein Weichei. Schmeiß ihm den Stein an den Kopf. Kopf anschneiden. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber irgendwie muss ich ihn wohl überwältigen. Der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr. So, ja gut. Mit Plan geht immer besser. Was? Kommt da eben rein? Kommt man doch eben irgendwo... Weiter gehe ich lieber nicht. Also, die Wache würde ja, mich sehen. Ja, das habe ich. Irgendwo habe ich das schon mal gehört in einem anderen Let's Play. Ich gehe da nicht hin, ihr könnt mich sehen. Ist immer dasselbe. Dann schauen wir uns mal weiter um, da wir mit dem hier noch nicht so viel machen können. Hier haben wir ein Fenster. Können wir uns da reinhängen? Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Genau. Gurney! Komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost, Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Gurney! Und sie werden singen. Askelia! Askelia! Gurney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Gurney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gurney. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Das ist eine sehr gute Frage. Und der Gorni, ne? Also, ich glaube, meine Vermutung war gar nicht so falsch. Das ist eine Hohlbühne. Aber leicht sympathisch. Jedenfalls sympathischer als dieser... Regenwurm, der hier einen auf Anführer macht. Und wie wir mit den beiden fertig werden, das schauen wir in der nächsten Folge von The Whispered World. Bis dahin. Tschüss.